So, wir müssen jetzt mal wieder eine Sache machen, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben, und zwar. Kann ich voll mit Absicht gemacht, um ehrlich zu sein. Richtig mit Absicht gemacht, einfach um dich in Laune zu treiben. Aber wieso? Soll ich nochmal klatschen? Wollen wir nochmal auf drei? Nee, lass das lieber mit dem Klatschen einfach. Ich glaube, das ist generell eine Sache, die nicht gut tut. Klatschen? Hm? Ich klatsche auch nie, wenn man mit dem Flugzeug irgendwo landet. Nee, du klatschst, denke ich, nur, wenn du lachst, und zwar auf deinen Bedenruf. Ja. Um mal bei der letzten Folge anzuknüpfen. Ey, ich bin schon so ein Applaudierer. Ich klatsche gerne schon mal. Und klatsche auch, wenn du im Flugzeug landest? Nee. Doch, nee, bei Inlandsflügen nicht. Aber so bei so einem Ferienflieger nach Mallorca, wenn ich da mit meinem Basthut sitze und mit meinen. Also ich mache das dann immer so, ich sitze dann da und dann, wenn der Flieger landet, dann ziehe ich mir meine Flipflops aus. Ja. Und hau die dann so gegeneinander. Damit das richtig das Klatsche durchgibt. Alkohol im Flugzeug, ja oder nein? Wenn es mit einer Challenge und einer Mutprobe verbunden ist, auf jeden Fall. Hast du da etwa eine Anekdote? Nee, gar nicht. Aber ich glaube, also, nee, warte mal. Ich müsste mal, also wenn ich jetzt mal angenommen, ich fliege total unwirtschaftlich von Berlin nach Hamburg für einen coolen Business-Termin, dann würde ich jetzt keinen Alkohol trinken. Ich weiß ja nicht, ob die da servieren. Ob die da irgendwie noch das machen. Kanister Sprit kannst du immer bestellen, Alter. So, aber wenn ich jetzt mal angenommen, ich fliege jetzt mit dir im Privatjet wieder nach Kanada und wir sind da oben, dann würde ich mit dir schon mal ein Säckchen trinken. Ja, auf jeden Fall, Alter. Aber nee, Alter, ich glaube generell, Alkohol im Flugzeug, weißt du warum? Ist zu teuer. Ist einfach zu teuer. Die Frage ist ja, also wenn wir bitte im Privatjet fliegen, okay, wenn nicht dann so ein schöner, teurer Whisky, trinkst du ja einen Whisky, wa? Oder rum. So ein teures etwas ist, ist das ja geil. Die Frage ist, die ich mir stelle, ist tatsächlich im Flugzeug, wie gut ist das Konzept besoffen im Flugzeug sitzen? Stellst mir total spaßig vor. Also weißt du, was ich meine? So, weil, Ich habe schon oft erlebt, dass Leute betrunken mit Absicht betrunken ins Flugzeug eingestiegen sind. Weil sie Because of Flugangst? Yes. Mm. Ist es schön noch für 18 Euro ein Picolöchen geholt im Duty Free und dann, und dann wird der noch reingezimmert und dann noch zwei Schlaftabletten auf Schnuff hinterher und dann. Oh, Alter, Duty Free, ne? Das Allerschlimmste auf der Welt für mich ist ja einmal durch diesen Parfümladen durchlaufen zu müssen. Okay. Und du musst ja da durch, ne? Welcher Flughafen ist denn das? Ist das Schönefeld oder Tegel, wo du durch musst? Du musst überall durch eigentlich. Musst du immer durch so eine Parfümerie laufen? Ach so, naja, nee, es gibt noch moderne Flughäfen, nicht diese Drotzding da in Berlin. Ja. Also der alte. Stimmt, da musste man richtig durchlaufen, ne? Du bist nicht so der Tegel-Fan, ne? Tegel finde ich geil, ja. Aber der zählt ja nicht mehr, der ist ja raus. Ja, aber Tegel fand ich auch gut. Tegel war geil. Da hast du wenigstens gefunden, wo du hin musst, Alter. Ja, aber Schönefeld hat auf mich immer so ein bisschen die Attitüde, den Vibe von so einem Klohäuschen. Ja, Schönefeld ist so der Hermannplatz unter den Flughäfen. Oder? Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl, dass du auch Heroin am Flughafen Schönefeld kaufen könntest. Ja, Hermann, so Girly, Hermann, Conti, so die ganze Ecke in einem Flughafen verpackt. Der Conti der Flughäfen. So, und das ist schon, also, boah, ja doch, der Flughafen ist schon kacke, muss ich wirklich sagen. Wie ein bisschen... Ja, mit Tegel habe ich so kindliche Erinnerungen. Ja, Tegel hat so eine Romantik. Ja, so. Und du weißt auch nie so richtig, wo du langfahren musst in Tegel. In Tegel hast du auch irgendwie schon in jedem deutschen Kinofilm, sieht man im Flughafen Tegel eigentlich immer. Die benutzen immer Tegel, ne? Wenn du einen Film gedreht hast. Welcher Film fällt mir jetzt ein? Keiner. danke für den Vorfick. Ich bin schon so ganz nett. Nee, aber ja, du hast vollkommen recht. Man sieht den eigentlich so gut wie in jedem amerikanischen großen Blockbuster-Produktion. Legende der Leidenschaft zum Beispiel. Ja, Legends of Leidenschaft. Was heißt Leidenschaft auf Englisch? Leidenschaft. Leidenschaft. Legends of Leidenschaft, Alter. Ich habe übrigens, lass uns erstmal eine Anmod machen. Kannst du vielleicht mal die Muttis begrüßen? Ja, mach ich mal, warte kurz. Siehst du genau so? Das ist halt mit Kindersicherung, dass Alter. Die Flasche genauso hingestellt, so. Dass ich da nicht rankomme. Und los geht die Wildreise, ne? Geht los hier. Na denn. Willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge Hübsche Söhne, dem relevantesten Beste-Freunde-Podcast auf Spotify, exklusiv und überall, wo es noch Podcasts gibt. Ja. Wir sind Pete und Norm und ihr seid mit dabei bei einer Stunde Klamauk, lustigen Turnschuhgeschichten, dem ein oder anderen neckischen Humor und wie immer bitte beachten, alles, was hier gesagt und erzählt wird, mit einem grinsenden, lachenden Auge
wir sind hier nicht auf einem Rennen. Weißt du, was mir... Wir sind hier auf dem Spielplatz der Leidenschaft. Dieses Spaßland, ihr Ficker. Weißt du, was mir eingefallen ist? Was ich mir für die heutige Folge... Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe eigentlich nicht, worüber ich reden will, aber eine Sache ist mir doch eingefallen. Und zwar, wir verpassen das ja total oft, uns mal die Zeit zu nehmen und mal so zu überlegen, wie machen wir hier alle, was machen wir als Nächstes, wie machen wir das, wie machen wir das. Wollen wir nicht einfach einen Podcast besprechen? Einfach unser Konzept hier so vor allem einfach offenlegen. So, wir nehmen jetzt irgendwie demnächst 10.000 Euro und stecken das in eine große Werbekampagne und so, das wir das einfach hier besprechen. Ja. Wir suchen dafür noch Sponsoren oder Marken, die uns unterstützen wollen, einfach. Genau, dass wir diese Dinge besprechen. Ich bin zum Beispiel am Überlegen, ob wir den Leuten vor der Sendung so disclaimer-mäßig sagen sollen, sie sollen mit dem Augenzwinkern sehen. Weil für mich ist es so, dass ich, das hört sich für mich ein bisschen an wie so eine, so entschuldig bitte, wenn es ein bisschen zu doll wird. Oder was ist deine Intention? Ich muss sagen, wir reden ja hier offen, ne? Hast du Angst, dass die Leute so überrascht sind, dass wir nachher über Kacke und Hoden sprechen? Oder dass das so? Einerseits ja, schon. Ich finde es auch wichtig, dass du einfach, egal wann und wo du bei Hübsche Söhne in den Podcast einsteigst, egal wann, ne? Ob du jetzt ein Neuanhörer bist und bei Folge 34 ankommst oder wie die ganz alteingesessenen Fans schon seit Folge 1, die wissen das ja. Aber wenn jetzt so ein Generation Z-Mensch dazu kommt, und der weiß ja am Anfang nicht so richtig, was ist denn hier? Der hat ja die ganze Geschichte nicht mitbekommen. Ja. Und wenn ich dem vorher so ein kleines Intro gebe, was immer wieder gleich ist, dann hat er doch so einen Seriencharakter. Weil bei GZSZ war ja auch immer gut. Ja, das verstehe ich. Das ist ja vollkommen klar. So, und deshalb habe ich mir überlegt, finde ich das eigentlich ganz gut, wenn man vorher einfach so schon mal, um das einfach schon mal inhaltlich die Leitplanken festzulegen, beziehungsweise eigentlich reiße ich ja mit dem Spruch die Inhaltsleitplanken komplett ein und sage, ey, Freundchen, alles, was wir jetzt hier machen in den nächsten 50 Minuten, fällt alles unter Satire und Satire darf alles. Und Humor? Humor ist nicht begrenzt. Humor ist offen. Humor ist Freiheit, weißt du? Ja, ja, deswegen finde ich ja auch, dass man das nicht sagen braucht, doch, weil das klingt ja wie so eine Entschuldigung vorher, so hey, nein, passt schön auf und so. Ich finde, das ist das, was du draus machst. Für mich ist das eher ja, ich so sag eine, ja, das ist ja meine so Interpretation. Weil ich hab gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich neulich mit einer Kollegin unterwegs war, habe ich ihr, also sie hat nach dem Podcast gefragt und wir haben uns den angehört. Und da meinte ich aber vorher, sie fragte mich so, was macht denn ihr da eigentlich? Was ist denn für ein Podcast? Und da meinte ich jetzt hier so, du pass auf, lustige Tonschuhgeschichten, zwei coole Typen, wir kennen uns seit 23 Jahren. Mhm. Übrigens nochmal Happy Bro. Happy Bro Jahrestag. Stimmt. Und habe gesagt, ich so, aber ey, nimm das mal bitte mit dem Augenzwinkern alles. Ne, ist alles ein bisschen hier mit Humor und so. Und dann meint sie, ach so, ja, okay, cool. Ach krass. Und da war sie aber sofort eingenordet. Das ist tatsächlich aber so ein bisschen genau das. Ich bin ja so ein Freund von, ich mag das ja, die Leute zu überraschen. Ich finde das ja eigentlich total geil, wenn die überhaupt nicht wissen, was passiert und auf einmal, und wir unterhalten uns hier so völlig normal und auf einmal macht einer einen Hodenwitz und wir driften ab und auf einmal sind wir im Ponyland. Ja. Mit Bibi und Tina. Ja, das Problem ist bloß, für den Überraschungsmoment brauchst du ja immer zwei Seiten, meiner Meinung nach. So, die Überraschung wäre ja erst dann richtig geglückt, wenn die Leute dich dann nochmal in echt kennenlernen würden und merken würden so, ja, warte mal, die sind ja beide eigentlich ganz nett, ganz schlau. Ach so. So, dann hey, funktioniert okay, ja die Überraschung. Das ist natürlich so ein Eindruck, den ich von vornherein ja nicht versuchen möchte zu vermitteln. So, ich schon. Mir ist das wichtig. Mir ist die Außenwahrnehmung von mir als Person. Ich möchte richtig Stress haben, Alter. Ich möchte, dass mir Leute Eier in den Kopf werfen und so. Ich will mich mit Leuten kloppen, die meinen Podcast hören. Das ist dein Ziel? Das ist mein Ziel. Also irgendeiner am Parkplatz. Ey, Mann, was bist du denn für ein... Und dann irgendwie so ein Ei rüberschmeißt und dann sagt, was hast du gesagt? Was willst du? Ja, du bist doch voll der Trottel in deinem Podcast. Und dann geht da hin und dann fängt ey, wie viel ist 7 mal 8? Genau, genau. Wie viel ist 7 mal 8? Hast du mein Zeugnis gesehen? Du weißt gar nicht, wer ich bin, Alter. Weißt du so? Ja, wer bist du? Ja. Okay. Und dann würde der so sagen, ja, wer bist du denn? Und würde ich sagen, hallo, mein Name ist Norm. Ich bin einer der Hosts vom Hübsche Söhne Podcast, dem relevantesten Beste Freunde Podcast in ganz Deutschland. Und wir haben auch einen Schulabschluss. Und den will ich dir aber nicht zeigen. Und dann sagt er, okay, cool. Nein. Und steigt auf seinen Elektroroller und fährt nach Hause. Genau. Vorher reichen wir uns aber noch die Hand und trauern um das eine kaputtgegangene Ei.
Ja, also ich merke, hier macht sich eine leichte Schere auf. Ich finde das ganz gut mit diesem Intro. Mir gefällt es sehr gut. Hm. Ich würde gerne dafür kämpfen. Ja, ja, mal gucken. Und du bist ja dem so ein bisschen kritisch eingestellt. Ja, ich bin dem so. Ja, aber du bist. Stell dir mal vor, es gibt ja so Comedians, ja, und also wir sind ja keine Comedians, um Gottes Willen, aber es gibt ja so Comedians. Wir sind Entertainer. Wir sind quasi so was wie Mickey Mouse und Dagobert Duck für die Muttis. Wir auf ganzer Linie, traurige Geschichten, lustige Geschichten, ernste Geschichten, gemischte Geschichten, Geschichten ohne Inhalte. So, wir haben diese ganze Bandbreite. Bei uns gibt es einfach alles. Nee, es kommt jetzt drauf an, ob du eine quietsche Stimme willst oder immer untenrum nackt sein möchtest. Dann kannst du die aussuchen. Ich glaube, ich bin eher Mickey Mouse, oder? Oh, danke schön. Ja, ich wäre ja untenrum ein bisschen nackt. Ah, nee, das Warte, ist Marike? Ich weiß nicht so richtig. Das ist ja das Geile bei Donald, Alter. Der läuft ja den ganzen Tag ohne Hose rum, außer am Strand. Am Strand hat er eine Badehose an. Da gibt es auch diese Theorie, wenn man Hunden Hosen anziehen würde, müssten die nur über die Hinterbeine oder eigentlich über alle vier Beine? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich sage Hinterbeine nur. Ja, ich auch. Ja, aber eigentlich rein theoretisch, die vier Pfoten sind ja auf dem Boden. Man muss ja die Hose eigentlich. Ja, aber dann ist ja die Frage, wie definierst du Hose? Also wenn wir jetzt einfach per Definition sagen, eine Hose kann auch vier Beine haben, dann ist es ja in Ordnung. Kannst du die Hose auch drüber ziehen. Ja, aber ansonsten ja ist es ein Pullover. Stell dir doch mal vor, wie der Hund aussieht. Aber wie ist denn, das gibt doch ein Wort dafür, wenn man so einen kompletten Jumpsuit, heißt das nicht? Nee, so? Pass auf, die Hose von dem Hund wäre ja dann so, dass sie ja dann hinten... Der Oberkörper guckt weiter raus. Ja, genau, und hinten unterm und der Schwanz wird hinten noch so, kommt noch so hinten raus. Zwischen Gürtel und Hose guckt der Schwanz noch so raus. Ja, aber ja. Eigentlich ist er auf der Hälfte vom Hund, ist ja. Quasi der Gürtel festgezogen. So sieht das aus. Meinst du, das würde halten? Nee, eben, das ist halt schwierig. Vielleicht müsste man nochmal so für Hunde. So noch ein Stretchbund einfach. So eine Jogginghose. Hm? Sieht das schön fest aus. Sieht das kacke aus. Ja. Ich muss, also das ist auch generell, frage ich mich manchmal, so Katzen und Hunde, die laufen ja auch den ganzen Tag nackt rum. Und die genieren sich ja gar nicht. Nee, naja, gut, aber Scham ist ja auch eine Sache, die nur bei uns Menschen existiert. Ja, aber stell mal vor, wir Menschen hätten sowas nicht. Hatten wir ja auch früher nicht. Ich weiß ja nicht, wie das entstanden ist. Damals, ne? Früher, zur Ostzeit. Damals noch. Damals wir hatten zwar nichts, aber... Aber wir hatten nicht mal eine Hose. Nee, aber wenn die Menschen ganz früher nackt rumgelaufen sind, ne? So, dann... Also erstmal das Konzept Kleidung ist ja wahrscheinlich eher erstmal zum Schutze entstanden. Also ich... Persönlich, stell mir jetzt vor, Uhrzeit Ingo läuft durch die Prärie. So. Und nachdem sich Ingo das dritte Mal den Hoden an so einem Stein gestoßen hat, weil er irgendwo rübersprungen ist. Und schon so wie bei Hoden, Alter. Hast du eigentlich mal irgendwie geguckt, wie viele Minuten jetzt schon laufen und wir jetzt schon bei Hoden sind? Ich mach mal 10 Minuten. Also so, Ingo Uhrzeit, unser Uhrzeitmensch. Uhrzeit Ingo hat sich also schon zum dritten Mal jetzt in die Hoden gestoßen, weil er irgendwie über so einen großen Baumstamm gesprungen ist. Mhm. So, und denkt sich dann irgendwann, ja, halt klar, jetzt klemme ich mir das mal ab, nehme ich mir hier so ein Rhabarberblatt und hau mir das von Sack. Mhm. So, würde ich jetzt schätzen. Okay. Jetzt ist aber die Frage, liegt mir, bis dahin, okay. Bis dahin sage ich, halt klar, pass auf, Udo Walz hast du gemacht, geiles Modekonzept, super. Jetzt ist aber für mich die Frage, was ist danach passiert? Also was ist mit Renate gewesen, die daneben stand und dachte so, ich habe mir die Eier jetzt noch nicht gestoßen heute. Kann ich dir erklären. Warum kriege ich jetzt um Blatt? Kann ich dir erklären, pass auf, Folgendes ist passiert. Also deine Eichenblatt-Theorie gehe ich erstmal so mit. Eichenblatt oder Eichelblatt? Eichenblatt, das ist ein großes Blatt. Aber ein Eichenblatt ist doch nicht groß. Na, was ist denn ein großes Feigenblatt? Was ist ein großes Rhabarberblatt. Blatt? Rhabarberblatt. Rhabarberblatt. auf jeden Fall ist dann Folgendes passiert. Die haben sich dann alle zumindest untenrum was Kleines dran gemacht. Irgendwie einfach, vielleicht war es doch einfach Mode. Kann ja auch sein. Wir haben ja gesagt, okay, wer das größte Blatt hat, ist der Chef im Dorf. Mhm. Der Chef in der Höhle. Aber ich glaube, was dann passiert ist, ist, dass Ingo irgendwann mal nach Hause kam und hatte so einen Mammut erlegt mit seinen Boys. So, Ingo, Marcel und Manfred kommen nach Hause. Und Toni. Mit dem Mammut im Schlepptau. Ja. Und dann haben sie das gesagt, hier, Alter, mach mal ordentlich, dann haben die sich rausgesetzt mit ihrem Uhrzeitbierchen, haben sich ins Lagerfeuer gesetzt und dann drinnen, früher war das ja noch so, Arbeitsteilung, dann haben halt drinnen, die Frauen haben halt das ausgenommen oder so. Ach, wie wird das gemacht? Das ist ja auch real. Ich möchte ja nicht, die Diskussion möchte ich ja nicht aufmachen. Ja, ja. Fakt ist, irgendwann haben sie das ganze Fleisch verwertet, pipapo, und dann hatten sie zum Schluss halt das Fell übrig. Und ich glaube, dann ist Folgendes passiert.
Ingo draußen hatte zu viel gesoffen. Und wenn du zu viel säufst, wird der kalt. Und dann kam Renate raus und hat ihm aus Spaß, weil sie ihn ärgern wollte, dieses Fell rübergeschmissen, weil sie auch die Schnauze voll von ihm hatte und meinte, man, Ingo, halt doch mal die Fresse, du quatschst schon wieder so viel Scheiß. Ne, weil Ingo wieder erzählt hat, ja, ne, war ich mit meinen Jungs in einer anderen Höhle drüben und so. Und dann hat er auf einmal gemerkt, ey, warte mal, mit dem Mammutfell über den Schultern, das ist ja voll warm, ist ja voll angenehm. So, und dann ging's los. Dann war nicht mehr weit bis Gucci. Dann haben die festgestellt, Mensch, wenn ich das jetzt mir noch so, weißt du? Ich glaube, das waren eine Theorie oder was? Ne, das waren erst so Überwürfe aus Fell. Ja. Dann hat irgendjemand gemerkt, Mensch, wenn ich da Löcher drin mache, kann ich meine Arme durchstecken, ist ja super, dann rutscht das nicht runter. Dann hat einer gesagt, Mensch, dann schwinge ich mir das doch mal so cool um die Hüfte rum. Vielleicht haben die einfach, ich glaube ja, dass also es geht ja nicht um Schutz, sondern um Wärme. Glaube ich, ja, auch. Oh, das ist ja mal keine schlechte, an sich keine schlechte Theorie. Die Frage ist jetzt irgendwie, ob die, sind die ersten Menschen nicht am Äquator irgendwie rumgehüpft die ganze Zeit erstmal? Mhm. Der ist so warm. Oder? Ja. Und dann nimmst du aber auch keine Mammuts, oder? Naja, stopp mal. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber nee, ich glaube, vielleicht ist es ja so gewesen. Guck mal, ich meine, du hast recht. Die ersten Menschen, die am Äquator waren, die waren vielleicht so, vielleicht haben die so ein bisschen Kräuterkunde gehabt und wenn die sich so mit so einem Blättchen bedeckt haben, haben die gemerkt, Mensch, dann heilt die Wunde schneller, mega schlau, mache ich mir die gleich vorher rum, alles safe. Und dann hat sich das ja so ein bisschen getrennt, dass quasi die Menschen so nach oben und nach unten gewandert sind, weil es ja aber durchaus Neandertaler, die mit den Mammuts zusammen abgehangen haben und dann sich gegenseitig bekämpft haben. Und die haben das bestimmt ganz schnell rausgefunden. Die haben sich bestimmt auch einfach gefragt, ey, das Mammut, dem ist nie kalt, der friert nicht. Der hat nämlich so ein Fell. Nehme ich mir das mal an. Ich glaube, vielleicht ist da doch alles bei irgendwie so ein Witz entstanden. Vielleicht saßen die auch lustig ums Feuer rum und haben gespielt, wer bin ich oder so. Und dann hat der eine sich so einen Schädel genommen vom Mammut. Hallo, wer bin ich? So, und dann hat der andere noch sich das Fell umgeschmissen. So. Und dann ist er dann irgendwann entstanden, glaube ich. Warst du schon mal in einem Dinosaurierpark eigentlich? Wo diese riesen Plastikdinosaurier rumstehen? Nee, Alter. Habe ich gemacht? Nee, mache ich nicht so weit. War grandios. Bin grundsätzlich nicht so. Pass auf, warte, ich mach da die Kurzfassung drüber. Dinosaurierpark, total geil, würde dir 100% gefallen. Und was mir aufgefallen ist, was ich gar nicht wusste, ist, die hatten da auch so Original-Urmenschen hingestellt. Also auch als Plastiken, ja, aber in Originalgröße. Und war dir eigentlich klar, dass die Urmenschen total klein waren? Ja. War dir das klar? Ja. Also ich stand so vor dem und der war halt wirklich wie so ein kleines Kind, aber war von der Statur her massiv. Massiv. Nee, macht ja Sinn. Fand total krass. Macht ja absolut Sinn. Aha. Es gibt so ein Ding, das nennt sich, ich kenne den Fachbegriff nicht, nennt sich Inselschrumpferitis oder so. Mhm. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, es gibt irgendeine Insel im asiatischen Raum, da wurden irgendwann mal Schweine ausgesetzt. Aus irgendwelchen Gründen. So. Wahrscheinlich haben irgendwelche Leute die mitgebracht oder so. Und das waren normale Schweine, so normale Schweingröße. So wie Schweine halt so sind. So halt. Ne? Über die Jahre hinweg und über die Evolution sind die Schweine aber geschrumpft. Warum? Weil kleinerer Körper, kleinerer Stoffwechsel, weniger Energiebedarf und so. Und du musst auch nicht so viel heizen. Weißt du so, der Organismus braucht nicht so viel Treibstoff. Das stimmt wirklich. Das habe ich gesehen. Das habe ich auf Phoenix gesehen. Ich glaube, das ist eine ganz, das ist eine absolut ernsthafte Statistik, die da. Oh, Phoenix. Der Original Phoenix oder war das ein nachgemachter Phoenix? Nein, Kanal, Original Phoenix. Wo so ein Typ mit dem Föhn im Badezimmer steht, kommt ein anderer Mann rein und sagt: Föhnst du da? Nein, ich Phoenix. Das neue Werbegesicht, ne? Für Föhne, Alter. Hallo, mein Name ist Phoenix. Nee, Alter, das ist so ein Typ bei Asterix und Obelix, Alter. Der hat so eine total scheiß Frisur. Der heißt einfach immer Phoenix. Wenn ich einen Werbespot für den Föhn machen würde, dann würde ich so ein Mehrfamilienhaus anzünden, was so völlig lichterloh brennt. Also natürlich ist da jetzt gerade Kinder drin, weil alle im Urlaub sind, außer ein Mann. Und das Einzige, was er rettet, ist sein Föhn. Und dann kommt er mit diesem Föhn aus diesem brennenden Haus raus und dann kommt nur so der Phönix aus der Asche. Und die Marke ist natürlich Phönix von dem Föhn, sonst macht der keinen Sinn. Macht das Sinn, eine Föhnmarke Phönix zu nennen? Ich weiß nicht. Also man muss das einfach mal probieren. Nur mal einen Kredit bei der Bank und probiert mal aus. Oder Luftikus. Mein Föhn würde Luftikus heißen. Lustige Föhnnamen. Lustige Föhn.
Also ich hätte überlegt, ich würde nur so Werbespots machen auf TikTok, wo man zeigt, was man mit meinem Föhn alles für andere tolle Sachen machen kann. Mm. Zum Beispiel Grill anzünden ordentlich, ja, dass der richtig Power kriegt. Total super, super Idee auch. Oder so einen Hund anpusten, dass der so die, ja, die Lefzen irgendwie so. Oder so ein Tischtennisball in der Luft halten. So. Kannst du auch super machen die, mit dem Föhn. Die, pass auf, diese ganze Kampagne basiert nur darauf, dass du nicht einmal siehst, wie geil dieser Föhn eigentlich für die Haare ist. Ja. Du machst keine Haare mit dem Föhn, du machst nur Scheiße damit. Nee, die Leute wollen einfach nur den Föhn, weil es das übelste Gadget ist. Weil die damit alles machen kann. Geburtstagskuchen auspusten. Ja. Oder Opa eine Tuff-Tuff vom Kopf blasen. Ach nee, ist ja doch mit Haaren dann. Hm. Ja, aber obwohl ich finde, das kann man noch machen. Da ist das Produkt Haar ist da nicht so im Fokus, sondern ist ja eher der Pfiffi, der da weggeblasen wird. Eine Luftmatratze damit aufpusten. Ja. So, nur geile Sachen mit einem Föhn machen. Nur geilen Scheiß machen. So, aber überhaupt nicht irgendwie. Aber die Menschen, die das machen, ja, sind immer top frisiert mit so Föhnfrisuren. Ja, und stimmt. Dann bringst du irgendwann später, nee, pass auf, die Kampagne ist so: am Anfang zeigst du so, du machst so 5, 6 Key-Stories. Ja. Der Typ am Grill. Ja. Der Junge, der seinen Opa ärgert, oder ein kleines Mädchen, was seinen Opa ärgert, die Katze oder die Tiere. Aber man sieht noch keine Gesichter, stimmt's? Du siehst eigentlich immer nur den Föhn, wie der irgendwas macht. Im Anschnitt. Genau, du ja, siehst, ja, dass ja, der ja, Mensch ja, ist, aber so richtig kannst du nicht zerhauen. So, und dann hast du da, mach mal 100.000 Media-Budget drauf, pushen das durch TikTok, gib ihm. Richtig lustig, das Ding geht viral. So, und jetzt kommt der Plot an der ganzen Nummer. Leute, haltet euch fest. 3 Monate später erzählen wir die Geschichte weiter und dann schwenkt die Kamera. Und dann siehst du die Leute, wie sie einfach mal top frisiert sind. Und dann ja, so, ach so, ja, ich komme gerade aus dem Bad. Weißt du, was das ich meine? Das ist geil. Ey, und dann denken alle, boah, was mit dem Föhn? Ist ja mega. Und ey, ja, da, ich überlege gerade, ob das eine Föhnwerbung ist oder mehr so eine Friseurwerbung. Ich mir gerade vorstelle, so ein Typ, der man so Szenarien machen, wo so Typen gut frisiert sind. und dann machst du so. So ein Typ, der bei so einem getunten Auto, vor so einem getunten Auto steht und dann schwenkt die Kamera von dem Auto auf den Typen und dann steht er so gut frisiert. Und man weiß nicht, ob man jetzt das Auto meint oder die Frisur. Und dann die nächste Story ist so ein Typ, der so seine Steuererklärung fälscht. Gut frisiert. Und dann schwenkt die Kamera wieder hoch, weißt ja, du, so Bilanzen in die Richtung. Und so ein Scheiß. Ja. Ey, voll geil. Aber das passt nicht in den Föhn mit drin, ne? Mhm. Wir können ja aber AB-Test machen. Wir lassen die beiden Kampagnen gegeneinander laufen und gucken dann einfach, welche besser funktioniert. Oder ey, ach nee, das kann man nicht machen. Kann man das machen? Was denn? So ein Typ, der keine Zähne in der Fresse hat und der dann irgendwie noch zum Schluss sagt, ja. Ja. Damit schließen wir den Slogan ab, um noch so einen fetzigen Slogan reinzubringen. Pass auf, ich hab den Claim. So ein Typ, ohne Zähne im Maul, so dieses, ja, ich bin der Uwe, ich bin auch dabei, so ein Typ. Und er stellt sich dann zum Schluss hin und sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und dann zack, und dann geht so, dann hast du so eine Blende zu hast du so eine Blende zu schwarz und dann so, hier, Phoenix. Ich hab halt nach so nur, und dem schreibst du nur Texte mit SCH, dass der nur die ganze Zeit F mit fühlen. Ja. Also bin halt am Überlegen, ob das ist vielleicht ein bisschen gemein ist. Oder? Ja, mir wird gerade tatsächlich klar, wie unfassbar gut es ist, dass du diesen Podcast am Anfang disclaimert hast mit. Bitte versteht das mit einem Augenzwinkern. Ich sag ja. Das macht irgendwie am Ende des Tages irgendwie doch Sinn. Ich bin komplett bescheuert, dass ich meine Flasche mal hier unten auf den Boden stelle, weil ich die dann nicht sehe und irgendwie so blind danach greife, ja, bis ich sie mal umhaue. Ich habe noch ein anderes Thema für dich. Und zwar, ich habe neulich, also vor ein paar Tagen, habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Die würde ich dir gerne kurz vorspielen. Ja. Und dann möchte ich gerne mal wissen, was du davon hältst, was du dazu sagst. Okay. Ja? Ich nenne keinen Namen, ja nicht. Aber du wirst den Inhalt ja hören. Okay? Hau mal raus. Was ich mir gerade gedacht habe, ne? Jetzt, wo Markus Lanz und David Richard Frecht einen Podcast haben, weiß ich halt nicht, ob ihr euch weiterhin hübsche Söhne nennen könnt.
da sind jetzt schon nochmal zwei große Konkurrenten wirklich dazugekommen, ne? Aber weiterhin alles Gute natürlich. So, ich würde die sogar als Platzhirsche bezeichnen wollen. Okay, Alter. So, wer, Alter? Markus Lanz und Richard David Precht haben jetzt einen Podcast Precht? Zusammen. Richard David Precht? Ja. Wirklich jetzt? Ich dachte, er ist Specht, oder was hast du jetzt? Precht. Echt? Ja. Weißt du, wer das ist? Ja, ich mag den tatsächlich. Ah, ja. Ich überlege, also mein erster Gedanke war, ob der Precht überhaupt was sagen darf, weil der Lanz lässt ja niemanden ausreden. Ja, der Precht auf jeden Fall. Also der Precht hatte bisher interessanterweise noch nie das Problem, dass er nicht aussprechen durfte. Ah. Obwohl er kein besonders schneller, hektischer Redner ist und obwohl er auch relativ lange Monologe fahren kann. Ich glaube, die Leute haben einfach Respekt vor ihm. Vor Precht? Ja. Ja, ich glaube, bei dem kriegt man so Daddy-Issues. Richard David Precht, für mich legendärste Zitat. Herr Precht, und mit Ihren Haaren, warum tragen Sie eigentlich Ihre Haare so lang? Und er sagt, mir ist das eigentlich egal, aber meine Frau mag das so. Und dann seitdem dachte ich so, was für ein geiles Lebenskonzept einfach. Was für ein geiles Lebenskonzept zu sagen, warum, ja, also wenn du in einer langen Beziehung bist, ja, warum irgendwann sich noch überhaupt einen Kopf um sein Äußeres machen, wie man aussieht und was man überhaupt macht und das einfach in die Hand seiner Freundin geben. Weil das ist ja letzten Endes, sind wir mal ehrlich, ja, dann nur noch die einzige Person, für die du attraktiv sein musst. Was für ein großes Geschenk ist das denn, dass, verstehst du, was ich meine? Voll, aber ich muss bloß kurz was. Aber aufpassen. Entschuldigung, ich drifte wieder ab. Wir müssen mal kurz über das eigentliche Thema sprechen, weil, ja. Was ist hier, also, was ist da los? Also, Markus Lanz und Richard David Precht machen jetzt einen Podcast zusammen. Die beiden heißen Daddys aus dem deutschen Fernsehen. Mhm. Das, was ja interessant daran ist, ist ja, dass die sich ja eigentlich, wie soll ich denn das sagen, ich weiß ja nicht so richtig, wie die sich verstehen miteinander, privat, aber müssen sie ja anscheinend gut. Und ich habe eigentlich immer gedacht, die sind sich immer relativ uneinig, ne, in diesen Sendungen. Und deshalb habe ich halt schon überlegt, wie das so zusammenspielt, aber ich weiß ehrlich gesagt ja nicht, was die dann da machen. Also würden die jetzt so einen Podcast wie wir machen, dann würde ich das richtig geil finden. An dieser Stelle auch Markus, Richard, wenn ihr möchtet, wir würden euch ein Personal Training anbieten an dieser Stelle. Macht das jetzt mal im Namen uns beider. Ja, oder einfach auch, nee, wir helfen denen einfach, die ersten 15 Folgen zu produzieren. Ey, Alter, pass mal auf. Markus Lanz und Richard David Precht. Ja. So, man kann ja über die sagen, was man will, aber so, also man kann jetzt verschiedene Bewertungsschubladen aufmachen, ne? So Outfit, Styling, Aussprache, ne? So Bildung, dies, das, so ganz viele Sachen. Motorradführerschein, ja, nein. Aber wenn wir jetzt mal nur so Swag nehmen, Coolness. Ja. Sind beide nicht so cool. Beide sind nicht so cool, ne? Also nee. Richard David Precht ist noch so insofern ein bisschen cool, weil er so eine leichte Sunnyboy-Attitüde auch hat. Er hat immer er hat immer weiße Sneaker an, er ist immer braun gebrannt und dadurch finde ich auf jeden Fall, sieht immer so ein bisschen aus, als kommt er gerade aus dem Mallorca-Urlaub. Der Herr Precht hat auf mich so ein bisschen die Attitüde, mit einem Lastenfahrrad durch den Prenzlauer Berg zu fahren und gerade sein Kind zur Kita zu bringen. Aber er ist jetzt nicht so ein blasser IT-Typ, der irgendwie vergammelte Zähne hat und irgendwie so nicht weiß, was er erzählen soll. Ja, der trinkt bestimmt auch abends mal einen Wein. Er hat schon, er hat Sexappeal. Ich meine ja, bei dem Richard kriegt man David so ein bisschen, Precht hat Sexappeal. Meine ich ja, bei dem kriegt man so Daddy-Issues. Der ist so ein bisschen der Liam Nielsen aus Deutschland. Ja, aber das ist jetzt halt nicht so, dass er Swag hat. Und jetzt stell dir mal vor, das ist jetzt mein Angebot an euch beide, Markus und Richard, wenn ihr möchtet, würden wir euch ein Personal Training anbieten, beziehungsweise erstmal eine Analyse machen und uns die Aufgabe und uns die Herausforderung stellen, wie können wir euch quasi cool, wie könnte man euch cool vermarkten? Und das besprechen wir dann immer live hier in unserem Podcast, wie wir die beiden vermarkten ordentlich. Was man da halt noch machen könnte. Ich frage mich vor allen Dingen, ob man da vielleicht auch noch ein bisschen Kai Pflaume noch mit zuholen kann. Nee. Aber weißt du, Kai Pflaume wäre so... Pflaume, Alter. Der Typ, Kai Pflaume, so als Stimme aus dem Off. Ja. Ja, also vielleicht heute... Genau, einfach zum Schluss ist das Outro. Das Outro, man hört gar nicht Kai Pflaume sprechen oder so. Das Outro von diesem Markus Lanz und Richard David Precht ist einfach... Du kannst es besser. Ja.
Das ist geil. Und wisst ihr, was ich geil finden würde? Ja. Der Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht beginnt und beide begrüßen sich so. What's up? Und Markus dann. What's up? Weißt du, so, dass ja. man, dass sie, so, und dann machen die aber ganz normal ihr Ding. Die müssen dann so straight bleiben. So, ich will nicht, dass sie albern sind oder so. Die können dann. Nur am Anfang und so, am Ende so. Genau, nur am Anfang so, what's up? Und dann so, so. Und dann cool. hörst du noch, wie sie so ein High Five sich geben. Genau, klatsch, klatsch, zack, Ghetto Faust, ist das. So, yo, bam, bang, peng, peng, bro. Und dann geht's aber so los. Richard. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Markus. Es ist auch wieder toll, dich zu sehen. Was ist denn diese Woche los? So. Ja, lass uns mal über. Oh, und Ben, pass auf, wenn wir das so machen und die beiden hierher kommen, dann können wir den Herrn Precht gleich mal fragen, ob der für Phoenix, für unsere Föhnfirma, ob der da irgendwie mitmachen will, weil ich hab die für seine, ja. seine Haare. Aber Lenzi Schmenzi auch. Der hat ja auch ein bisschen. Lenzi, Alter. Nee, Lenzi, der sieht. Nee, der hat doch immer. Lenzman. Lenzman. Die Venen, Alter. Lanceman, Richie, was geht? What's up? Weißt du, das wäre so geil, wenn die so einsteigen würden und dann aber so cut und dann voll ernst. Ja, die Pandemie aktuell im vollen Gange und da. So, Dicky, was geht? Lanceman Standing, dir? Alter. Ja, der macht sich mal einen Lance, Alter. Und Richard ist Richie Rich und so, weißt du, die machen sich die übelsten Spitznamen. Yo, Rich, was geht? Yo, Lanceman, was ist los, man? Und dann so, was denkst du eigentlich über die Bildung in Deutschland genau. in den nächsten 10 Jahren? Ja, ja, so sieht's aus. Und dann, nee, und wenn irgendjemand was bejaht, dann machen wir im Hintergrund immer Kai Pflaume. Ey, aber mal ohne Scheiß, Kai Pflaume ist doch, Alter, der Prototyp Midlife-Crisis-Typ, oder? Wenn ich in dem Alter so bin und so eine Midlife-Crisis hab, ne? Ja. Mega. Ja. Der Typ ist doch, wie alt ist der? 70? Also das Geile ist ja, dass ich wiederum glaube, also boah, Alter, 70 ist aber auch schon eine harte Nummer. Alter. Wie alt ist denn Kai? Mann, der Kai Pflaume ist vielleicht 43 oder so. Mann, der ist ja keine 70. Niemals im Leben ist Kai nein. Kai, pass auf. Kai, du bist 43. Okay. Kai, du bist 46. Nee, pass auf. Kai, du bist 46. Kai Pflaume ist 54. Was habe ich gesagt? 46, hast genau. du gesagt. So. Ich sagte, Kai Pflaume kauft sich auch bald ein Motorrad. 54 ist der? Ja. What the fuck, Alter? Es geht da ab, Alter. 54. Ey, Mann, wenn das mit Social Media nicht mehr klappt, dann kann der einfach so eine Coolness-Schule für alte Männer oder? Aufmachen, Alter. Wo er einfach sagt, jo, pass auf, Bruder, ich mach dich cool. Der war neulich bei Montana Black. Hast du es gesehen, die Folge? Ich hab mal auf YouTube ein Video auf seinem eigenen Channel gesehen. Ja, Ehrenpflaume. Ja, aber... Ich kenne alle voll. Der ist ein bisschen unangenehm. Ja, aber das Wording ist unangenehm bei ihm. Der ist Wording, so Ehrenflaume hätte ja, ich nicht. Ja, und dann hat er mit Montana Black, also Montana Black ist ja ne, der Twitcher so. Ja. Der ist ja so halt einfach, wie er ist. Mhm. Ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber der ist halt so. Ja. Und sind wir mal ganz ehrlich, Kai Pflaume und Monty matcht jetzt noch nicht so krass, ne? Aber dann chillen die beide so hart auf dem Sofa. Ja. So, und Kai ist die ganze Zeit irgendwas dabei. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ob ich die Schwingungen falsch aufgenommen habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, Monty war ein bisschen abgefuckt. Naja, die Frage ist ja. Der wollte den alten Mann irgendwann raushaben. Die Frage ist ja, ob Kai Pflaume, der eigentlich ein Übersympath ist, ob der Sorge tragen muss, dass der so ein bisschen in die Schublade Cringe fallen könnte. Weißt du, was ich meine? Kai Pflaume. Hm? Ey, tut er doch, Alter. Kai Pflaume ist doch... Für einen Kai Pflaume-Rant, Alter. Nein. Ich meine, ich finde das ja geil, was Kai Pflaume macht, aber der ist doch gefühlt die coolere Version und ältere Version von Moneyboy, Alter. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall hat er mehr Supreme als Moneyboy zu Hause. Ey, so, bei Kai läuft richtig, Alter. Ja. So, bei Kay. Yo, Kay. Ey, Lance. Heißt Pflaume auf Englisch? Verdammt, kommt in Pflaume auf Englisch. Pflaume? Pflaume. Kai Pflaume. Kai Pflaume. KP, Alter. KP. Nee, aber Kai Pflaume ist schon krass. Also ich meine, du musst dir überlegen, ja, es gibt ja dann so andere Leute, die sind ja eher schlecht gealtert. Ja. Ne? Also ich finde halt irgendwie, das ist total krass. Ich finde es auch manchmal ein bisschen cringe, was er macht. Und gleichzeitig ist es aber auch so ursympathisch. Und also ich würde, für mich persönlich, ich würde mich sehr freuen, einmal in meinem Leben Kai Pflaume treffen zu dürfen und dem wirklich mal so ganz ehrlich die Hand zu schütteln und zu sagen, ey, cool, cooler Typ. So, wisst ihr? Aber wenn man sich diese ganzen Sachen so auf Instagram anguckt und so, dann ist es schon manchmal ein bisschen cringy. Aber es gibt halt Menschen, die finde ich dann cringe und will die aber nicht kennenlernen. Aber wisst ihr, ich mir so denke, so, nee. Aber weißt du, was ich halt das Geile finde? Guck mal, das ist jetzt so ein Beispiel, ne? Wenn jetzt zum Beispiel so bei Rappern, ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Savage, ne? Hm. So einen neuen Track aufnimmt und der klingt wie aktueller Rap.
Ja. Dann sagen ja auch alle so, nee, Savage, rap mal wieder wie früher, du bist doch King of Rap und so. Ja. So. Und Kai Pflaume, wenn man den jetzt mal überträgt, der kann ja nicht sein Leben lang, wie heißt die Show? Nur die Liebe zählt. Nur die Liebe zählt machen, sondern der hat es einfach geschafft. Der hat gesagt so, ey, was habe ich für Optionen? Da sind die Leute so, da sind die coolen jungen Kids so. Habe ich Bock mitzumachen? Mache ich mit? Finde ich voll kredibil, einfach zu sagen, so, ja, ist mir doch egal, wie alt ich bin. Ich mache ja auch so einen coolen YouTube-Shit. Wer verbietet dir denn mit 54 noch mit Massiv, da hat er eine Folge mit Massiv, mit Massiv Sport zu machen oder mit Montana Black irgendwo abzuhängen oder mit JP oder war der schon mit Shirin unterwegs? Ich weiß nicht. Hm. Ist doch aber geil, Alter. Stell dir mal vor, das ist dein Vater. Alter. Wer ist dein Vater? Ja, Kai. Ach du Scheiße. KP, Alter. KP, Mann. KP, Lance und Rich. Ja, Alter. Jetzt ist nur halt... Finden wir das denn jetzt eigentlich gut oder schlecht? Oder haben wir jetzt Angst um unser Standing, weil Herr Precht und Markus Lanz hübsche Söhne mäßig nochmal einen... Ich stehe dem erstmal noch neutral gegenüber. Ich mag viele Sachen, die Richard David Precht sagt in den Interviews. Ja, und ich habe auch zum Teil zu Unrecht Markus Lanz die letzten Jahre immer ein bisschen kacke gefunden. Und bin da mittlerweile, schnapp dir mal jetzt endlich den letzten Keks, Alter. Weil dieser letzte Keks, der hat auch schon die ganze Zeit so auf den Tisch gelegen und so gebrüllt. So, iss mich. Los. Iss mich. Yeah. Nimm mich in deinen Mund. Nimm mich in dein Schnauzmaul rein und kau mich, bis ich nicht mehr Krümel bin. So. Und, das war so ein bisschen abgedriftet jetzt, ne? So ein bisschen komisch gewesen jetzt. Mm. Ich will damit sagen, der hat bei mir eigentlich auch an Sympathiepunkten sehr dazu gewonnen im letzten Jahr. Mhm. So, und deshalb stehe ich dem erstmal sehr neugierig entgegen, weil ich generell auch so Politik-Podcasts und so auch interessant finde. Und ja, ist so geil. Ich unterstelle denen das jetzt mal einfach. Ne? Ich habe ja keine Ahnung, was die machen. Vielleicht machen die ja wirklich so einen hübschen Sünde-Podcast wie wir. Das wäre total lustig, wenn die einfach... Wäre so geil. So, alle Leute denken so, ja, die machen jetzt so Politik-Talk. Was ist denn jetzt? Was ist denn? Wir sind ja auch im Markt. Ich habe jetzt gerade noch mehr. Du hast dich gerade so ein bisschen leicht versprochen. Fähre so geil, Alter. Und ich habe überlegt, du hast so gerade gesagt, das Fähre so geil. Ach, mit F vorne. Ja. Ich habe das so hart betont. Ich habe gerade überlegt, so Alter. Gar nicht mitbekommen. Wir beide in Warnemünde. Und ja. Das Fährunternehmen von gegenüber kommt und sagt, ey, macht mal einen Werbespot für uns. Und der Abklapper hinten ist immer, yo, Mann, das Fähre so geil. Ich würde die Firma so nennen. Fähre so Wie geil. Wie heißt denn ihr Fährunternehmen? Fähre so geil. Mit was bist du denn darüber gefahren? Wir fahren immer mit Fähre so geil. Das ist unser Fernanbieter. Ey, okay, sorry. Musst du ja, ja. Lanz und Precht, pass auf. Ach, ich will das ja nicht wissen. Ich höre mir die erste Folge an und ich gehe einfach davon aus, dass die ein bisschen die coolere Version von Julian Bam und Rezo sind. Ey, aber auf dem Podcast-Bild hier, ne, muss ich schon sagen, Precht, sexy. Lanz, schwierig. Hat so ein leichtes... Hemd an, so glänzt so ein bisschen, sieht ein bisschen durchgeschwitzt aus. Guck doch mal, ja. Guck doch mal, ja. Ah, ja. Und er sieht auch so ein bisschen aus, als wäre er halt hätte er so ein Halstattoo. Also ein bisschen. Der sieht ein bisschen aus wie Bushido oder was? Nee, aber so ein bisschen aggressiv da stehen die da so, ne? Finde ich. Ich finde zum Beispiel, das ist so eine Sache, die Markus, wenn du das jetzt hörst, dir sagen möchte, zum Beispiel, du bist eigentlich ist Markus schon ein Ficker. Optisch. Also muss man schon sagen. Also ja, so, pass mal auf, ist schon so netter, rein ne? Theoretisch würdest du schon sagen, alles klar, Lanz zeigt deinen schönen Rücken. So, weil, aber, und jetzt kommt das Problem, Markus Lanz ist irgendwie so, ich finde, der gibt sich nicht mehr so eine Mühe. Der hat so ein schönes Gesicht und auch so einen schönen Körper und so. Aber anzugmäßig sitzt es immer nicht so richtig perfekt. Sein Hals guckt immer so ein bisschen zu sehr aus diesem Anzug raus und der Hemdkragen steht dann hinten so ab. Ja, man hat das Gefühl, da ist zu viel Bügelstärke in seinen Klamotten. Vielleicht hat er einfach zu langen Hals, weil ich habe auch das Gefühl gehabt auf dem Foto, er hat einen sehr langen Hals. Ja,
Und dann kommt noch dazu, dass ich seine Frisur nicht verstehe. Weil der könnte eigentlich eine geile, junge, fesche Frisur tragen. Und es ist auch in Ordnung, dass er vorne so eine Silberlocke hat. Das ist okay. Wenn das so sein Trademark ist, das kann er ja machen. Markus Lanz, so. Silberlocke. Lord Silberlocke. Das klingt so ein bisschen Silverlands. Silverlands. Das ist sein Bösewichtname, Alter. Silverlands. Oh nein, Batman, du musst kommen. Silverlands. Silverlands ist wieder da, Alter. Mit seiner Silberlocke. Silverlands. Und die Silver ist so Jens. Silverlands. Und das ist so ein bisschen wie bei Captain America und dieser Soldier, der andere mit diesem ja, Turbo-Arm. Genau. Und das ist so Gogo Gadgetto Silberlocke, so der kann halt mit seiner Silverlands, mit seiner Silberlocke so übelst die krassen so Schlösser knacken und so. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie er so seinen Kopf in so ein Schlüsselloch hält, immer so dreht. Mach die Tür auf, Silverlands. Lenz, Silverlands, mach die Tür auf. Oh nein, John, wir kriegen die Tür nicht auf. Doch, das ist ein Fall für Silverlands. Und dann kommt Silverlands. Mach die Tür mit seiner Locke auf, Alter. Aber die wichtige Frage ist, wie rufst du Silverlands? Ach so. Silverlands. Ach nee, das sagt er dann, wenn er kommt. So. Silver, Silver, Silverlands. Nee, aber gibt es das Silverphone? Was Silverphone, ja. Womit du ihn halt rufen kannst. Musst du deinen silbernen Ehering gegen die Wand schmeißen. Nee, du kriegst so einen Ring, musst du so drehen. Nein, oder du musst einfach so ein Silberstück als Opferbeigabe so. Und ja. Silverlands. Genau, du musst so ein Stück Silber einschmilzen. So ganz umständlich mit dem Feuerzeug ewig 3 Stunden unter so einem Löffel. Bis es endlich schmilzt und dann kommt Silverlands und macht die Tür mit seiner Locke auf, Alter. Schön erstmal einen neuen Marvel-Film erfunden. Schön aus dem Handgelenk Silver, geschissen. Silver, Silverlands. So, ich möchte sagen, Markus, Landsman, hör zu, weil nee, ohne Scheiß, soll jetzt nicht respektlos sein. Ich glaube, frisurmäßig könnte man das ein bisschen ich würde ihn anders frisieren, weil er kämmt sich die Haare ja so irgendwie so komplett nach hinten und macht dann vorne nur die Locke so ein bisschen angeschrägt drüber. Und ich verstehe nicht, warum er seine Seiten so lang lässt. Und auch hinten, seine Haare gehen sehr lang in den Nacken runter. Das musst du mal beobachten. Und deshalb würde ich sagen, Bruder, Seiten auf Kontostand. Ah nee, hat er ja. Scheiße. Also Seiten auf mein Kontostand. Schön kurz. Auf null. So. Und dann könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Bei Richard David Precht würde ich nichts verändern optisch. Der kann schon bleiben. Ich mag den. Ja, der mag hat seine Frau. Also er mag. Also. Seine Frau mag das so. Und deshalb lassen wir das so. Das ist einfach so. Ein geiles Argument. Mag ich. Finde ich total gut. Obwohl... Und das könnte ich mir noch vorstellen, Richard David Precht bestimmt ganz nice aussehen würde, wenn er lässt die Haare so offen, aber er hat so ein Beanie auf wie du. Oder er macht sich so einen Surfer-Bun, so einen Surfer-Dude-Zopf so. So ein Man-Bump? Wie heißt das? Wir machen aus den Herrn Precht, machen wir so einen Surfer-Dude. Aber ich würde den mit, Verzeihung, ich würde den mit einem Beanie, würde ich den cool finden. Der hat so ein Beanie auf und die Haare bleiben aber offen darunter, die gucken halt so schön raus. Und dass er so ein bisschen so Surfer-Skater-mäßig aussieht. Das würde ich eigentlich ganz nice dann finden. Schenken wir ihm so ein Longboard mit Akku. Ja. Womit er dann so ja. Cool durch den Prenzlberg fahren kann. Das könnte man mal irgendwie überlegen. Ist der Berliner? Nee. Ah, schade. Ich dachte, vielleicht treffen wir den mal. Und der hat auch kein richtiges Facebook und Instagram und so. Ich wollte ihn ja schon mal schreiben. Das ist ja immer so ein bisschen, muss ich sagen, langsam. Ist so Anti, warum? Dieses Understatement, ne? So, ja, ich brauch das nicht. Ja, braucht man nicht, aber melde dich doch trotzdem. Doch, Mann, du brauchst das, weil ich wollte dir eine Nachricht schreiben, Richard. Das ist echt ein Problem heutzutage, ne? So, du kommst ja nicht ran an so, den. So Support-E-Mails, Alter. Ja. Und, weißt du? Wie willst du denn da Beyoncé mal schreiben? Was willst du machen? Ist eigentlich eine gute Frage, wenn ich jetzt Beyoncé Knowles Knowles auf Instagram mal eine Nachricht schreibe. Stell mal vor, du hättest ein richtig wichtiges Anliegen an Beyoncé. Ja, stell dir mal vor, irgendwas Wichtiges. Du hast eine CD gekauft und kriegst die Höhle nicht auf. Hast du Kratzer drin? Du, Beyoncé, ich habe mir hier eine CD von dir gekauft und ich krieg die Höhle nicht auf. Stell dir mal vor, du bist wirklich so naiv im Social Media unterwegs und dann siehst du so die Hülle von Beyoncé und denkst so, scheiße, krieg die nicht auf oder so. Ja. Oder du hast irgendwo eine gefunden, die ist geklaut worden und du glaubst, die wurde nicht bezahlt. So, und dann nimmst du dir Beyoncé Knowles Instagram-Profil und dann schickst du so eine Sprachnachricht ja. aus helle Mitte, aus dem Einkaufscenter so, ey,
Beyoncé, du pass auf, ganz kurz nur, kein Stress. Ich habe hier gerade eine CD gefunden. Ich glaube, die war geklaut. Wollte ich dir nur sagen. Also, die klauen echt deine CDs. Ja. Mache Dude, freue mich auf dein nächstes Album. Und dann schickst du die ab und dann regst du dich tierisch drüber auf, dass du keine Antwort kriegst. Und dann beschimpfst du sie so als arrogant und abgehoben und dass sie sich für was Besseres hält. Soll ich mal jetzt live meine Sprachnachricht an Beyoncé Knowles schicken? Geht das? Kann man das machen? Ich nicht so richtig. Willst du dir nicht mal jemanden raussuchen, der prominenter ist? Kanye West, der ist gerade in Berlin. Hm. Nee, warte mal. Welchen Promi könnte man jetzt mal... Können wir nicht mal einen deutschen Promi irgendwie eine Sprachnachricht schicken? Nee, ich möchte einen englischen. Hey, Beyoncé, so I want you to tell that your last album was so amazing good. Bye. Tschüss, Patrick. Okay, aber mit Tschüss, Patrick. Tschüss. Ja, finde ich geil. Such mal Beyoncé Knowles raus. Ich werde in der Zeit nochmal darüber sprechen, über den Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht. Wie heißt der eigentlich, der Podcast? Heißt der einfach nur ja, Richard Precht und Lanz. Also nicht Richard und Markus? Richie. Das wäre doch irgendwie geil gewesen. Nee, Lanz und Precht, Verzeihung. Lanz und ja, Lanz und Schmanz, Alter. Lanz und Schmanz, genau. Silver nee, Lanz. Silver Lanz. Silver Lanz. What's up? Also, ich habe gerade mal geguckt, ich kann Beyoncé Knowles echt eine Sprachnachricht schicken. Ja, let's go, Alter. Soll ich das wirklich machen? Ja, los, schieß rein. Darf ich Ofert sagen denn? Ich will nur sagen, hey, ist Norm oder so. Zum Schluss noch. Übrigens, hey, ist Norm. Ja, irgendwie so. Okay. Wie möchte ich Mann. Warte mal, ich muss eine Sache, will ich noch kurz gucken. Und zwar der denkt dann, für den Podcast-Hörer, der uns nicht sehen kann, ist jede Sekunde wie eine Stunde. Ja, ich weiß, deswegen kannst du ja weiter. Ah, genau, ich wollte sagen, ich habe bloß mal geguckt. Die kreuzt bei mich einfach mal so unangenehm. Ob sie irgendwie mal eine neue Single rausgebracht hat. Warte, einfach um die Lücke zu füllen, wenn du da suchst. Weißt du, ich mich ein bisschen unangenehm für die Leute. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Humording für Räuspern hast. Ich glaube. Oh, die Folge ist so scheiße, Alter. Die können wir schon wieder voll in die Tonne schmeißen. Ich habe das Gefühl, die armen so, Leute, ey. Ich habe gestern eine Folge Family. War das so eine Folge das Benjamin so, Blümchen? Nein, das ist so ein Family Guy Humor. Dieses, Peter Griffin versucht doch immer Fürze mit Räuspern zu überdecken. Ach so? Okay. So, und das ist so ein bisschen eine Family Guy. Okay, warte. So. Jetzt haben wir uns beide geräuspert gleich. Jetzt wird's kindisch, reiß dich zusammen. Ja, jetzt wird's albern. Sing Halleluja, sing it. Weißt du, was ich übrigens scheiße finde? Dass wir unsere hübsche Sünde-Playlist nicht pflegen, Alter. Ja, wir singen doch immer nur die gleichen Lieder. Das ist nee, entweder Whitney Houston. Ist denn Sing Halleluja von Dr. Alban schon drauf auf unserer Liste? Ja, Liste. Ja, schön, Alter. Also, ich mache jetzt eine Sprachnachricht an Beyoncé Knowles. Okay. So, ich werde ihr jetzt sagen, dass ich einfach seit den 90ern schon ein riesiger Fan von ihr bin. Und das wollte ich einfach nur sagen. Ja, okay. Und sag ihm mal, dass sie die... Nee, obwohl. Sag, was soll ich sagen? Nein, sag ich nicht. Nein. Ist nicht mehr der Zeitalter dafür. Can you tell me please when Destiny's Childs come back? Ja, ich wollte auch irgendwann mit Destiny's Child sagen. Sag ihr doch mal, die New Angels. Alter, jetzt habe ich doch. Was? Jetzt habe ich schon geschickt. Nein! Scheiße. Lösch doch mal. Ich weiß, wie geht das denn? Fuck. Mann, die sitzt jetzt bestimmt da und denkt sich, hä? Was soll denn diese kurze Sprachnachricht? Hast du sie gelöscht? Nee, kann ich nicht. Die wurde kannst du sie nicht löschen? Nee. Was ist denn das jetzt? Ich wollte. Ey, Beyoncé sitzt jetzt und spiel mal ab. Was hast du ihr geschickt? Ich hab das hier geschickt. Okay. Das ist schon scheiße, cool. Alter. Pass auf, ich wollte dir nur sagen, dass du sagst jetzt Beyoncé, pass mal auf, Beyoncé. No Angels haben jetzt auch gerade ein Comeback in Deutschland gemacht. Warum nicht Destiny's Child? Kannst du das auf Englisch machen? Also, wenn jetzt unsere Hörer nicht lachen, aber ich probiert. Okay. Was soll ich sagen? No Angels? Die No Angels haben hier in Deutschland, gibt's eine bekannte Band, die No Angels. Okay, pass auf. Hey Beyoncé, hier ist Pete from Berlin, from Hübsche Söhne Podcast. So, I have a question. In Germany, the No Angels have a comeback this year. So, I asked me, when Destiny's Child come back to the music Wonderland. And I'm also a big fan from you since the 90s. And ja, danke schön. Mach's gut. Norm? Hi, ist Norm. So, geil. Ja, geil, Alter. Wir haben gerade Beyoncé eine Sprachnachricht geschickt. Beyoncé nur eine Sprachnachricht geschickt. Cool. Ja, mal sehen, was sie sagt. Mal sehen, wenn mein Instagram-Konto gesperrt wird, Alter.
Das wäre auch geil. Ach du Scheiße, ey. Ja, das erste ist ein bisschen cringe. Mit dem ja, und aber das kann ja vorkommen. Das kann ja vorkommen. Ja, vielleicht findet sie das ja irgendwie voll menschlich. Ja, vielleicht, ohne Scheiß, stimmt. Vielleicht sitzt sie jetzt gerade mit Jay-Z am Feuer und dann kriegt sie, sie meint, die liest ja jede Nachricht selber und dann denkt sie so, hä? Wer ist denn, hä? Und dann hört sie es ab, sie so, ach krass, guck mal, die New Angels. Ist ein Ding. Hast du das jetzt eigentlich von deinem privaten Account geschickt oder von unserem hübsche Söhne Instagram-Account? Ich hab's leider von meinem privaten geschickt. Nee, alles gut, du hast ja ein geiles Foto. Vielleicht kriegst du ja so ein paar Hotness-Punkte. Weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich gerade. Ey, sowas mache ich auch nur. Ich bin immer so ein Challenge-Typ, ne? Du kannst ja mit mir so Sachen machen. Ja. Erinnere dich nur mal, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, an meine Feuershow, die ich mal vor dir. die ich mal vor dir mal, warum auch immer. Oh. Ja, ne? Ja. Und Ende. Der Geschichte? Ja, ja, ja. Und ich bin ja so ein Haut drauf. Ich bin ja so ein Haut drauf. Sorry, ich habe gerade Englisch gesprochen. I understand this completely and we can talk in English for the next few minutes. It's no problem for me. Yeah, du kannst mich immer zu Helsinki. So du kannst mich immer zu so Sachen herausfordern. Ich weiß, und das ist auch das Schlimme, weil ich bin halt, eigentlich habe ich die Seele am rechten Fleck, aber Manchmal habe ich auch so diabolische Anwandlungen und ich muss mich manchmal davor hüten, wie mit deiner Feuershow, dass ich dich halt nicht zu Sachen herausfordere, die eigentlich schon ein bisschen schon ein bisschen krass sind einfach. Ja, weil du nimmst immer jede Challenge an, Alter. Ja, das ist ganz schlimm. Das Problem ist halt auch so, man ist ja auch mittlerweile in einem Alter, mit so mit 18, 19 kann man das ja machen. Weißt du, da kann man das immer noch unter Verbuch und dann, hey, ey, Mann, ich ja, Alter. Ja, ja, aber jetzt so eine Jackass-Aktion ist jetzt schon langsam ein bisschen. Ja, da musst du auch deinen Körper auch achten. Wenn ich mir da Luft einklemme, so, dann ist ja auch nicht mehr lustig. Ja. Und deswegen, das ist ja ähnlich wie mit dem Lachen beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, ich habe einfach die Kontrolle über dein Lachen. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, dass ich auch Kontrolle über dein Challenge-Verhalten habe. Ja, definitiv. So. Wetten, du schaffst es nicht mehr, jetzt eine Cola zu holen. Soll ich dir eine holen? Schaffe ich. So richtig bekloppt. Also wie zwei kleine Kinder. Ja. No, ich glaube nicht, dass du schaffst, eine Cola zu holen. Ach, geil. Ach, ich bei Jungs, nee, hat sie nicht. Mein Handy hat gerade aufgeleuchtet. Dachte, soll ich mal gucken, ob sie es gelesen hat schon? Hast du schon? Ja, guck mal rein, natürlich. Jetzt nicht. Ja, und das ist, was ich gesagt habe, Alter. Voll abgehoben. Richtig ja, arrogant. Ja, vielleicht fährt sie gerade Auto. Geben wir immer noch mal ein bisschen Zeit. Naja. Ohne Scheiß, sie machen jetzt den Podcast so lange. Vielleicht fährt sie gerade Auto. Ja, kann auch sein, weil sie kauft gerade was ein. Oder wir schicken ihr jetzt voll Psycho jede Woche eine Sprachnachricht. Wir machen den Podcast auf jeden Fall noch so lange, bis sie antwortet. Ja. Und nächste Woche schreiben wir wieder das. Hey, Beyoncé. Last week I asked you about the Destiny. So. Ja, nee, dann wird's aber schon so ein bisschen zu stalkermäßig, oder? Nee, wir machen es aber anders. Wir schreiben dann Jay-Z, dass Jay-Z mal Beyoncé fragen soll. Das mache ich dann von meinem Account. Ja, hey Jay-Z, my name is Norman vom Hübsche Söhne Podcast and my friend Pete, warte mal, ich muss mein Englisch gerade mal üben. My friend Pete asked your girlfriend Beyoncé last week a question. Wife. Sag mal Wifey. Ja, aber ich würde so ein bisschen, das ist so ein bisschen. Ich würde versuchen, ihn dahin so ein bisschen, weißt du, dass er dann vielleicht so aus so einer Trotzsituation mir antworten muss, um richtig zu stellen, dass es seine Frau ist. Ah. Verstehst du, was ich meine? Ich versuche da so ein bisschen psychologische Taktik mit einzubringen. Hm. So. Und so dann sage ich halt so, pass auf, Jay-Z, pass mal auf, dein erstes Album, Marshall Mathers LP, die war super. Und streue halt so Fake-Facts einfach mit ein, so dass er vielleicht dann da sitzt und sagt so, ja, fuck, Alter, ich muss ihm jetzt erstmal erklären, dass das nicht mein Album war. NWA war super mit dir. Ja, war. nee, also. Ey, dein Film 8 Mile, Alter, der hat mein Leben verändert. Mega geil. Richtig gut. Nee, wir machen einfach, dann arbeiten wir uns so durch. Mhm. Dann fragst du nächste Woche Jay-Z und dann nächste Woche da drauf frage ich Kelly Rowland, ob sie mal Beyoncé nochmal fragt. Ja. Dann erweitern wir den Kreis. Dann irgendwann sind einfach alle so genervt, dass irgendwann er sagt, man, jetzt beantworte den doch mal endlich. Ja, auf jeden Fall. Das wäre nice. Kim Kardashian könnte man noch fragen. Ist sie cool mit Beyoncé? Na, die kennen sich ja zumindest bestimmt. Nee, ich möchte halt so eine Verzwickung haben, ne? So nach dem Motto. Ja. Was ist denn mit Will Smith und Jada Pink?
Smith, kennen, die, ich glaube, die kennen die Jay-Zs. Ich will dann, also, wenn Beyoncé mir nicht antwortet, dann fragen wir ihren Mann. Wenn ihr Mann nicht antwortet, dass Beyoncé uns antwortet, dann möchte ich gerne, dass wir die beste Freundin von Jay-Z fragen oder die beste Freundin von Beyoncé. Weißt du, aber wir machen so eine Kette. Das genau. heißt also, die beste Freundin von Jay-Z schreiben wir dann an und sagen, ey, kannst du mal Jay-Z sagen, dass wir Jay-Z eine Nachricht geschrieben haben, dass wir Beyoncé eine Nachricht geschrieben haben, dass der mal Beyoncé Bescheid sagt. Richtig. Ja, wäre super. Aber sag mal, Markus Lanz kennt doch auch, jetzt habe ich gerade richtig einen Hänger. Der vorletzte US-Präsident, vorvorletzte. Obama? Ja. Obama, wir fragen Obama. Markus Lanz kennt doch Obama. Ja. So, die haben jetzt zusammen schon mal Champagne, Popping Bottles. Vielleicht weiß der Silverlands was. Vielleicht könnte man, weil Obama und Jay-Z sind ja auch. Wusstest du übrigens, dass Barack Obama und Bruce Springsteen zusammen einen Podcast machen? Ernsthaft? Ja, ist kein Spaß. Und der ist auch exklusiv von Spotify. Wirklich? Ja. Crazy shit, oder? Ich glaube, Podcast ist so ein Ding gerade, ne? Podcast ist, glaube ich, so ein Ding. Weißt du, wer jetzt auch einen Podcast macht? Bill und Tom Kaulitz von Tokyo Hotel. Echt jetzt? Und ich möchte mich an dieser Stelle outen. Und zwar, das ist total krass, da passiert mir irgendwie öfter, muss ich zugeben, dass ich Charaktere geil finde, aber nicht unbedingt für ihre Kunst an sich, sondern für ihr Schaffen und für ihr Werk. Das heißt also, ich höre tatsächlich nicht die Musik von Tokyo Hotel gerne, habe ich auch noch nie, aber ich finde die Person Bill Kaulitz und Person Tom Kaulitz und auch die anderen beiden, Georg und, oh fuck, das ist jetzt total doof, dass der man Drummer, den Drummer nicht kennt sie, erinnert sich keiner. Heinz? Nee. Scheiße, Alter, das tut mir jetzt leid, weil entweder vergisst du Bede oder lässt es. Aber jetzt nur ihn von den Beden zu vergessen, das ärgert mich jetzt gerade. Naja, auf jeden Fall, ich finde, also insbesondere Bill Kaulitz, eine unfassbar interessante Persönlichkeit. Die können mir total gerne Interviews von ihm an. Das ist ein total sympathischer, bodenständiger Typ. Der ist sehr ehrlich, sehr offen, sehr verbindlich und der macht jetzt auch gerade wieder eine Folge beim OMR-Podcast, den ich gerade reingezogen habe. Und der erzählt immer alles offen. Und ich finde es so geil, weil die machen immer alles selber. Die managen sich selber. Die haben irgendwie so eine große T-Shirt-Merchandise-Firma aufgemacht, wo die aber auch für andere Bands jetzt Merchandise herstellen und haben auch irgendwie so eine Ticket-Firma aufgemacht und so. Die haben voll viele Firmen. Der ist unternehmerisch sehr fleißig und sehr authentisch so. Warum haben wir jetzt darüber gesprochen? Ja, der Startschuss. Achso, die machen jetzt auch einen Podcast. So, das heißt also, ich würde mir diesen Podcast nämlich von Bill und Tom Kaulitz anhören, nicht aus Gründen von, ich bin ein Tokyo Hotel Fan, sondern aus Gründen von, ich finde die cool. Also Bill, über den Tom weiß ich nicht so viel, weil sein Bruder. Wer ist denn mit Heidi zusammen? Tom Kaulitz. Ah, okay. Und mehr würde ich nicht wissen. Ja. Ja, vielleicht müssen wir das echt nochmal auf nächste Folge verschieben, dass wir nochmal wirklich so einen Podcast machen, wo wir über Podcasten reden und mal überlegen, wie wir sind ja da ein bisschen abgekommen vom Thema, ne, wie wir unseren Podcast halt nochmal so ein bisschen mehr, weißt du? Aufschleifen. Ja, ich meine, das ist halt unser Problem, ne? Unsere komplette Energie, man hat es jetzt in dieser Folge auch wieder gemerkt, es wird einfach ein Konzept nach dem anderen aus dem Ärmel geschüttelt. Kommt, was haben wir gerade heute diese Folge, was haben wir alle durchgestylt? Also wir haben gesagt, also Föhn. Föhn. Fähren. Fähre. Mit F. Dann haben wir auf jeden Fall Marvel-mäßig nochmal einen Superhelden neu erfunden, Silverlands. Silverlands. Dann haben wir nochmal das Thema Kai Pflaume nochmal durchdacht. Kai Pflaume. So. Lance und Precht. Beyoncé haben wir auch ein bisschen auf ein neues Level gehoben, finde ich. Dezent. Voll. Also ich meine, da kann man halt einfach, also sie muss jetzt... Die Tür ist offen, okay, ja. Aber durchgehen muss sie alleine. Dass deine Leute, die Leute, der die Hörer nicht dein Gesicht da gerade bei sehen können, wie du das gerade so erzählst, Mann. Nee, aber weil sie muss jetzt selber entscheiden, ob sie quasi ihr Game auf ein neues Level bringen will oder ob sie halt immer da bleibt, wo sie jetzt gerade ist. Ja, na, vor allem, ich meine, sie hat ja auch noch nicht viel gemacht bisher. Ja. Gerade einer Beyoncé zu sagen, dass sie noch nicht viel. Beyoncé war schon krass, Mann. Ja, weiß jetzt nicht schon nun. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass natürlich, also klar, dir fällt es sehr leicht,
mir fällt das auch sehr leicht. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem meine komplette Energie und mein Herzblut da reinstecke. Verstehst du, was ich meine? Also ich sitze hier und ich bin nach so einer Folge halt auch trotzdem fertig. So. Also das ist so, welcher Superheld war denn das, der dann irgendwie immer so richtig müde wird, nachdem er seine Kraft benutzt hat? Hulk? Sachsen-Paul. Kennst du den noch? Sachsen-Paul. Kennst du den noch? Diesen Pornotypen? Der ist auf jeden Fall richtig müde, nachdem er seine Superkraft verwendet hat. Hey, also Hulk, ja, im weitesten Sinne macht Hulk natürlich Sinn, ne? Wer war denn der? Gibt es nicht irgendeinen Superheld, der sich dann immer erstmal richtig krass ausruhen muss? Superman. Quatsch. Wenn der in der Nähe von Kryptonit ist, ja, so, dann ist er ja auch erstmal komplett geschwächt und dann braucht er ja auch erstmal noch eine Weile, bis er wieder irgendwie klarkommt. So. Wie nach so einem dreitägigen Kokainrausch. Da muss er dann erstmal irgendwie wieder klarkommen. Nee, also guck mal, ich meine, Batman, der ist ja auch mal ein bisschen fertig danach gewesen. Ja, aber Batman hat ja keine Superkräfte, Bro. Der hat Geld, Mann. Hab ich Superkräfte? Hm? Hab ich Superkräfte? Ach, jetzt kommen wir nicht mit dem Batman-Scheiß schon wieder. Mann, welcher Superman-Held war das denn? Ja, Superman-Held. War das hier von Fantastic Four einer vielleicht? Dieser Smudo. Oh nee, ey. So ein alter Männer-Scheiß-Humor hätte auch. Oh, schön. Oh, Smudo. Nee. Ja, ey, Fanta 4, die haben jetzt auch gerade eine Werbekampagne wieder gemacht, hast du gesehen? Na, herzlichen Glückwunsch. Hier? Nee. Mit Jägermeister? Ach so. Mhm. Ich dachte, die machen nur Apps. Hat ja nicht funktioniert bei Smudo, oder? Weiß ich nicht. Smudo hat doch hier dieses Lüker, oder? Ich hab mir die App auf jeden Fall nicht installiert. Nee? Nee. Also die nicht. Ich habe mir die andere App installiert. Also die Corona-Warn-App habe ich natürlich. Ich möchte euch hier auch nochmal darauf hinweisen, dass die euer Telefon sehr schmückt. Also ladet euch die. Weißt du, warum machst du denn jetzt diese El-Bandi-Pose eigentlich? Weil meine Hand entspannt. Ah ja. Und das verstehen viele Menschen nicht. Ich mach das nämlich auch. Da muss man nochmal offen drüber reden. Hand in der Hose, entspannt ja, einfach. Habe ich schon richtig oft. Weißt du warum? Das machen die aber im Krankenhaus zum Beispiel auch, wenn du in eine OP gefahren wirst. Dann klemmen die deine Hand auch so ins Bettlaken. Dann kommt die Schwester und legt dir so die Hand in die Hose oder was? Oder nein, der Schwester? Nein, Mann. Die klemmen dir die Hände mit dem Bettlaken so an die Beine, dass sie nicht runterfallen. Ja. Wenn ich jetzt meine Hand hier so in die Hose mache, dann ist sie da so fest und dann kann ich aber den Arm total entspannen. Und das Argument hat mir zu Hause gefehlt. Du musst argumentieren, warum du... Ich werde immer nur gefragt, warum ich meinen Sack anfassen muss. Und ich fasse doch meinen Sack nicht an. Nee, mache ich ja auch nicht. Aber es wird mir halt einfach unterstellt. Ich komme nicht mal in die Gegend davon. Dann ist ja wirklich nur unterhalb des Bauchnabels. Verstehen die Menschen nicht. Das war der Tiger in mir. Wie lange laufen wir denn jetzt schon? Nee, pass auf, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich wollte nur noch eine Sache sagen. Also ganz kurz die Klammer zumachen mit dieser Luca-App. Die habe ich mir nicht installiert. Ich habe sie aber auch nicht benötigt. Und ich habe irgendwie gehört, dass es da Schwierigkeiten gab. Mhm. Die Corona-Warn-App habe ich aber installiert und die halte ich auch nach wie vor für sehr sinnvoll. Wäre sie auch gewesen, wenn mehr von euch Eierköppen sich die installiert hätten. Oh, habe ich heute im Supermarkt wieder einen gesehen, der sich die scheiß Maske so dermaßen weit unter die Nase geklemmt hat, dass schon fast seine Oberlippe rausgeguckt hat. Jeden Mittel auf dem Beutel, Alter. Dann frage ich mich irgendwie so ein bisschen, warum setzt er ihn überhaupt auf? Ja, ach, weil er muss, wa? Das ganze Thema ist auch so. Mittlerweile kriegt man ja zum Glück von diesen ganzen Schwurbelmenschen Ingo nicht mehr so viel mit. Alter. Ja, na gut. Ey, eine Sache nur. Michael Wendler hat ja rausgehauen, dass wir im September alle sterben ja werden. Ja, na heute. Heute? Nee. Im September. Im September, ja. Werden alle Geimpften sterben. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt, was Michi dazu sagt, wenn ich im Oktober ja trotzdem noch sitze und einen Podcast mache. Na, nüscht. Ich frage, weißt du, da sitzt ja Michael Wendler, sitzt vor seinem Telegram, ne? Mhm. Und hackt die Scheiße ins Telegram rein und schickt das ab. Mhm. Wie zur verfickten Hölle kommt der da drauf? Der muss das ja ernst meinen. Warum macht er das denn? Oder meint er das nicht ernst? Ist das nur aus Spaß? Findet er das witzig? Oder erklärt mir. Naja, das Ding ist ja, wenn du dann irgendwann in so einem Wahn drinne bist und so Verfolgungswahn und so ein Zeug hast und so, dann ist ja letzten Endes alles erklärbar, weil die schon alleine diese ganzen Theorien, diese komischen Theorien, die in die Welt schmeißen, die sind ja alleine schon total absurd zum großen Teil und die glauben das da. Das heißt also, warum soll denn jetzt noch viel dazu fehlen, dass im September, wenn die Geimpften alle nicht tot umfallen,
dann wieder irgendwie was Neues kommt, warum das halt so ist und warum das so passiert ist. Du kannst ja, das ist ja das Geile daran, du kannst ja da immer neue Scheiße reinschieben. Du kannst ja immer wieder den Deckel aufmachen und wieder eine Schippe Scheiße oben drin kippen und unten in dem Topf sitzt immer einer mit dem offenen Mund, der die Scheiße schluckt. Ein schönes Schlusswort. Ja. Leute, installiert euch bitte die Corona-Warn-App. Und wir hatten noch irgendein anderes offenes Thema. Beyoncé haben wir groß gemacht. Das haben wir, hatten wir jetzt vor Corona. Achso, die Fantastischen Vier haben einen Werbespot gemacht. Happy Birthday. Und vorher waren wir noch bei einem Superheld, der immer müde ist. Jetzt habe ich wieder den Faden. Ja. Buff. Und ich wollte einfach nur sagen, Leute, und damit möchte ich eigentlich auch diese Folge hier beenden. Wisst ihr, wir geben hier unsere komplette Leidenschaft, unsere Energie und unser Herzblut in diese Projekte rein, um für andere Leute und andere Menschen einfach Marketingkonzepte zu entwickeln, die nicht nur außergewöhnlich sind, sondern die explosiv sind. Die sind bombastisch. Die leuchten. Die glühen einfach, die strahlen. Und Ditte braucht ein bisschen Kraft und Energie. Wir brauchen euch auch. Und Sonne. Und dafür brauchen wir euch. Ja. Und ihr seid für uns dit, was wir für euch sind. Die Sonne, die Energie, die Freundschaft. Bitte, tut uns einen Gefallen. Geht auf Spotify. Liked jede Folge von uns. Ja. Folgt uns auf Spotify. Kann man auf Spotify liken? Ich sag einfach mal ja. Geht bestimmt. Aber ey, wenn ihr nicht auf Spotify gehen könnt und dort liken könnt, dann geht auf unseren Instagram-Account und liked einfach hier das Foto immer durch. Setzt euch mal hin, macht euch die Mühe, scrollt da durch und überall. Und macht mal eine Story. Leitet uns mal weiter an eure Freunde. Ja. Weil wir brauchen euch auch. Ja. Damit ich diesen Kraftakt hier überhaupt aufwenden kann. Und deshalb kann es natürlich passieren, dass wir unser eigenes Marketing manchmal so sehr vernachlässigen müssen, weil wir einfach auch leer sind. Total. Wir nehmen hier 10 Folgen meistens auf pro Tag. Ja. Weil wir keinen Bock haben, uns ständig zu treffen. Ja, eigentlich auch kein Schwein mit. Die Folge, wann haben wir die aufgenommen? Dezember 2020? Das ist jetzt gerade Dezember 2020, ja. Ich kenne ihn von den Simpsons, deswegen haben wir immer so viele tagesaktuelle Sachen mit drin. Ich kenne ihn von den Simpsons. Wen denn? Lisa. So, komm, jetzt Feierabend, gut, oder? Und deshalb verabschiede ich mich wieder mal bei euch zusammen mit meinem besten Freund seit 23 Jahren, mir gegenüber, Pete. Mein Name ist Norm. Ihr seid im Hübsche Sinne Podcast. Oh, Alter, hast du gerade den Nerv geguckt. Und du guckst in dein Handy, Alter, als wäre ich deine Hure. Ich mach was ist denn los, so, Alter? Nein, deine Matz ist viel länger als meine Abmod. Nein, ich mache das immer so zum Abschluss. Wenn du jetzt, mache ich meistens, wenn du deine Abmod machst, dann liege ich immer schon mal aufs Hübsche Söhne-Profil, guck, ob da irgendwas passiert ist oder so. Entschuldigung, das sollte nicht respektlos sein. Verzeih mir. Tut mir weh, wenn du das machst. Ja, tut mir leid. Ist okay. Verziehen. Ich bin heute sehr großzügig und vergebe dir meinen Sohn. Ruf doch den Silverlands. Was ist das? Aber genau, Silverlands hat halt einfach mal noch, pass auf, Silverlands, der hat nicht nur seine Locke, sondern der hat noch so eine zweite Superkraft und das ist halt die überkrasse Bro-Schaft oder so. Der ist halt immer so, Mann, Brudi, sei nicht so. Er kann so eine Bro-Schelle geben. Dann bist du wieder gerade gerückt. Dann bist du wieder gerade gerückt. So, er gibt dir einfach so eine Bro-Schelle und danach, wenn du so eine Bro-Schelle kriegst, dann sagst du so, oh, ja, Mann, okay, alles klar, ich bin wieder cool. Ich bin gelanzt worden. Die Bro-Schelle von Silverlands ist quasi so, wie wenn du einen Snickers essen würdest. Ja, genau. Weißt du, so das ist die Bro-Schelle von Silverlands, Alter. Ist das ein Folgenname, die Bro-Schelle von Silverlands? Wir müssen auf jeden Fall Folgentitel und Folgenbeschreibungsmäßig müssen wir alle wichtigen Keywords, die gerade in dieser Folge gefallen sind, alle müssen da rein. Ja, ja, auf jeden Fall safe. Gut, Freunde, wir hören uns nächste Woche. Seid wieder am Start am Mittwoch im Hübsche Sinne Podcast. Mein Name ist Norm, mir gegenüber Pete. Folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram. Wäre uns eine große Ehre. Und habt euch wohl. Bis bald. Beste Folge, Mann. Soll ich nochmal was spielen für dich? Kannst du. Was?
Kann immer was spielen. Spiel mal, also spiel doch mal für mich bitte Good Vibrations von Marky Mark. Von Marky Mark and the Funky Bunch. Okay, Leute. Okay. Wir lassen Norm kurz. Ja, das war ein anderer. Leute, es ist auf jeden Fall mega. Good Vibration. Ja, good Vibration. Nee, warte mal. Ja. Oh, das ist Good Vibration, oder? Hm? Yo, it's about that time for rhythm and the rhyme. Good vibration, it's such a free sensation. So, mega, Alter. Und dann können wir jetzt ja Schluss machen. Miteinander? Nee, niemals. Ah.